Hallo, ich bin der bin der Zukunfts-Ben, als vorgeschalteter Ben vorm Vergangenheits-Ben, um den es hier eigentlich gehen soll und das, was der so treibt. Das Problem ist nur, dass ihr nicht versteht, was der Vergangenheits-Ben da eigentlich für Sorgen, Nöte und Ängste hat. Wenn ihr euch jetzt der Zukunfts-Ben nicht erstmal kurz ein bisschen erläutert, worum es hier eigentlich geht, ne? So. Es gibt zwei Gründe für dieses Video, streng genommen. Sagen wir zweieinhalb. So sieht das dann aus. Weil, A, habe ich noch Bildmaterial übrig, das ich euch irgendwie zeigen muss. So. B, habe ich zwei Leuten was versprochen, dass ich noch was richtig stelle. In Videoform. Und der halbe C-Grund ist, vielleicht kennt das der ein oder andere Geschlechtsgenosse, angeben. So, und dementsprechend fangen wir jetzt mal an. Ne? Bildmaterial kommt dann mit dem Vergangenheitsband, deswegen ist ja hier der Zukunftsband vorgeschaltet. Gleich. Und jetzt gehen wir erstmal auf Punkt 2, also B, ein und der da lautet, ne, ich muss da noch was erklären. So. Und zwar fangen wir mal da an. Vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr regelmäßig meinen Kanal verfolgt, ich habe hier versucht, ein paar Feindbilder zu etablieren. Weil, wie man aus der Politik der letzten Jahrhunderte lernen kann, ist es immer gut, wenn man ein Feindbild hat, gegen das man sich verbünden kann. Und da ich ja viel mich mit der Politik der vergangenen Jahrhunderte auseinandergesetzt habe, finde ich das auch eine gute Idee, dass ich hier auch diverse Feindbilder habe, die man alle bitte mit einem gewaltigen verstehen darf. Ja? Also wer das ernst nimmt, von dem müssen meine Videos wirklich ziemlich unerträglich sein, wenn man mit meinem Humor nicht umgehen kann. So? Also, das wäre vielleicht Ratter. Wie, das war alles nur Spaß? Ja, das war alles nur Spaß. Den einen oder anderen gibt's, oder die eine oder andere, die das eine oder andere von dem, was ich so sage, ein bisschen zu ernst nimmt. Naja, aber egal. Jedenfalls die Feindbilder, auf denen ich gerne rumreite, sind Greenpeace, weil die sind mir zu radikal. Ansonsten, tolle Veranstaltung, ist ja gut, dass die Gutes tun wollen und alles okay. Aber manche Sachen ist echt, das schadet mehr, als dass es hilft. Zweitens, der Herr Peter Wohlleben. Ist ein toller Förster, schreibt sicherlich inspirierende Bücher und wenn er damit Leute dazu kriegt, mehr in den Wald zu gehen, ist das alles tippitoppi. Ich bin A, neidisch. Ich will auch solche Bücher schreiben, die sich so gut verkaufen. Weil ich bin momentan nur der zweitöffentlichkeitswirksamste Forstmensch nach Peter Wohlleben und das ist schlecht. Den kennen mehr Leute als mich und das ist ein Problem und das muss irgendwann gelöst werden. So. Drittens, achso, außerdem sagt er manche Dinge, mit denen ich nun wirklich so gar nicht einverstanden bin, fachlich. Das ist natürlich völlig in Ordnung und deswegen ist er kein schlechter Mensch. Das habe ich auch nie behauptet. Aber wir brauchen Feindbilder. Also, drittens, Motorradfahrer, weil die machen Lärm, wenn ich im Wald bin, fahren die vorbei und machen Lärm und denken, sie sind männlich, weil sie ein verdammtes Gaspedal, Gashebel in diesem Fall, bedienen können. Grrr. Ich habe für Geschlechtsgenossen, die sich irgendwie männlicher fühlen, weil sie fossile Energieträger in irgendein schnelles Gefährt reinpumpen, wirklich überhaupt kein Verständnis. Wenn ihr da dazugehört, dann müsst ihr damit leben, dass ich für dieses euer Hobby kein Verständnis habe. Ansonsten kommen wir hoffentlich ganz gut miteinander aus. Viertens, Veganer. Die können auch so viel vegan sein, wie sie lustig sind und meinetwegen können die auch nur essen, was keinen Schatten wirft. Ist alles in Ordnung. Nur nicht mich damit nerven. Grrr. Jeder darf essen, was er möchte, verflixt nochmal. Sofern er sich's leisten kann. Und von mir aus können auch alle Maiglöckchen fressen, ist auch okay. Oder Herbstzeitlose oder ne? Ist mir alles egal, nur ich muss das nicht auch machen. So. Und fünftens, und das ist der springende Punkt, die Frauen. Und dafür habe ich bisher so noch den meisten Ärger bekommen. Wie? Oh, du bist voll frauenfeindlich. Boah, du Macho. Wenn ich ein Macho bin, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, ne? Mein kompletter Freundeskreis besteht nur aus Frauen. Ich war mit denen sogar schon Unterwäsche kaufen. Was zugegebenerweise, wenn man sich mit der Thematik erstmal ein bisschen angefreundet hat, gar keine so beschissen langweilige Veranstaltung ist. Wie dem auch sei, man hat es nicht leicht. Als hetero bester Kumpel von vier Damen. Und das muss kompensiert werden. Und deswegen muss man entsprechend viele
fiese Bemerkungen zu dem Faktor, der einen da dauernd nervt, machen. So. Und das ist auch schon alles. Davon abgesehen habe ich schon im Kindergarten rausgefunden, dass Mädchen ärgern irgendwie lustiger ist als andere Jungs ärgern. Mit denen verbündet man sich eher gegen die Mädchen, weil irgendwann werden die ein bisschen älter. Und dann beginnen sie einem geistig überlegen zu sein, weil wir Männer, wir haben ja den Nachteil, dass wir 10 werden und dann bloß noch wachsen. Und dann bestenfalls noch neue technische Fähigkeiten, ich nicht, aber andere Männer lernen noch neue technische Fähigkeiten dazu. Ich kenne mich nur immer besser mit dem Wald aus. Ansonsten bleibe ich 10. Das sorgt dafür, dass die meisten Mädels oder junge Frauen oder jetzt inzwischen schon richtig Frauen, darf man ja inzwischen sagen bei der aktuellen Zielgruppe, die neigen natürlich jetzt dazu, mir geistig haushoch überlegen zu sein. So. Und das finde ich irgendwie attraktiv. Und deswegen muss ich sie ein bisschen ärgern und ein bisschen piesacken, damit sie demonstrieren können, dass sie in der Lage sind, mit Menschenhumor umzugehen und in die gleichen Maße zurückzuhauen, sodass der Ben dann nicht mehr weiß, was er sagen soll. Und dann ist er beeindruckt. Und dann kann man sich wahlweise anfreunden oder sonst in irgendeiner Form sich sympathisch finden. So, ne? Dass das mal geklärt wäre, weil dafür habe ich wirklich schon häufiger auf den Dates bekommen. Das ist jetzt die eine Sache. So, und die andere Sache ist, dass ich ja, wie gesagt, aus Provokationsgründen ja gerne das schwache Frauenbild verbreite. Ne? Und auch aus Gründen der Gruppendynamik und was lustig ist, habe ich ja auf der Schottland-Tour auch 2 Frauen dabei gehabt, ne? Was wirklich auch gut gewesen ist und das hat auf jeden Fall die Gruppendynamik positiv beeinflusst. So, und das Doofe ist jetzt nur, dass sie Folgendes zugetragen hat. An Tag 1 waren alle K.O., aber alle sind eingekommen. Und alle haben so etwa 18 Kilometer zurückgelegt mit teilweise viel zu schwerem Gepäck. Gut, ich hatte ja gesagt, nehmt weniger Zeug mit. Aber auf mich hat keiner gehört und deswegen hatten wir teilweise viel zu schweres Gepäck. So, da hat sich Folgendes zugetragen und da habe ich angefangen, mir zu denken, irgendwas ist hier komisch. Ne? Denn jemand war so flott und dynamisch unterwegs, dass jemand zurückgelaufen ist und dann sogar noch einen schweren Rucksack derjenigen, die sehr schweres Gepäck dabei zu hatten, zu holen hatte. Den Rucksack des jemand unterwegs deponiert, ein bisschen versteckelt, ein bisschen abseits vom Weg und wie gesagt, ist dann zurückgelaufen, hat den schweren Rucksack von einer Person, die einen sehr schweren Rucksack hatte, geholt und ist damit wieder vorgelaufen. So, hat also quasi insgesamt nochmal 8 Zusatzkilometer zurückgelegt, weil 4 Kilometer zurück, bis jemand die letzten gefunden hatte und dann natürlich nochmal mit den letzten, die entsprechenden Kilometer wieder nach vorne, ne? Mit Zusatzrucksack, sehr schwerer. Zusatzrucksack, sehr schwer, meint 26 Kilo, irgendwie sowas. Das ist schon ordentlich. So. Da habe ich angefangen. Dann war Tag 2. Tag 2 gibt es 2 Optionen auf dem West Highland Way. Da kann man entweder über den Berg oder man kann cheaten und fährt mit dem Bus außen rum. Man kann natürlich theoretisch auch unten im Tal lang latschen, das ist aber streckentechnisch dann wiederum so langweilig, dass ich da unten immer den Bus nehmen würde, weil das bringt es nicht. Das ist keine schöne Strecke. Dann sparst du dir die Kraft lieber für irgendwo anders auf. So, das haben ein paar gemacht, den Bus genommen, weil die hatten ordentlich zu tun noch vom Vortag, weil das auch schon eine ordentliche Strecke gewesen ist und sind dann noch ein bisschen gemütlich in den Pub, soweit ich das mitbekommen habe, haben auch ein leckeres Mittagessen genossen und noch ein Eis gegessen und ein bisschen im Grünen gechillt, während die anderen über dem Berg sind, ne? Cornick Hill, wem das was sagt. So, die anderen waren ich, ein tapferer Geschlechtsgenosse und 2 Frauen. Also ich muss noch dazu sagen, jemand vom ersten Tag mit der Rucksackaktion war auch weiblich. So, dann war, Sekunde, lass denken, Tag 4. An Tag 4 sind wir zur Rob Roy's Cave gekommen. So, und an dieser Stelle der erste kleine Einspieler vom Vergangenheits-Ben. Ja, kannst du machen. So, das hier
ist jetzt von Rob Roys Höhle aus der eine Zugang zu Rob Roys Höhle. Zu Rob Roy erzähle ich dann im Voiceover nachher noch ein bisschen was. Also wer hier wirklich hoch möchte, ne, man findet am West Highland Way den Hinweis, Rob Roys Höhle, geht's links in die Klippen. Das ist eine wirklich verdammt schwierige Kletterei hier hoch. Insbesondere dieser Felsen, ich hoffe ihr seht, der ist tief. Da muss man sich da vorne mit den Beinen abstützen, mit dem Rücken da dran und sich dann da irgendwie hocharbeiten. So à la Sam Fisher aus Splinter Cell, wer den noch kennt. Das ist echt schwierig, hier reinzukommen. Wirklich eine Kletterei. Nichts für Leute, die nicht als Kind sehr viel auf Bäume oder ähnliches geklettert sind. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die Höhle an. Tada, die Höhle ist dunkel. Hat jemand ein Licht von euch beiden Höhlenbewohnerinnen? Ja, es gibt hier in Schottland nur Höhlenbewohnerinnen, muss man wissen. Die sind einfach primitiv. Entschuldigung. Schön. Jetzt, ja, so gut es irgend möglich ist, einfach. Nein, nicht euch. Euch will keiner sehen. So, ja, was man hier jetzt so ein bisschen sehen kann, ich habe den Kopf extra weggeschnitten, in diesem Bereich hier, ne, von dieser kleinen Höhle. Hier unten noch ein Vorratslager, mehr oder weniger, diese Spalte. Da hinten noch so ein kleiner, wenn man möchte, Schlafbereich. In dieser Höhle soll angeblich Robert Roy MacGregor, der schottische Robin Hood, sein Unwesen getrieben haben, beziehungsweise da hat er sich einfach versteckt. Das ist ein Versteck, diese Höhle. 2 Jahre soll er sich hier angeblich versteckt haben vor den Häschern, die hinter ihm her waren. Das ist alles eine längere Geschichte. Wie gesagt, das mache ich dann nochmal separat in irgendeinem Voice-Over. Aber ja, bei schlechtem Wetter, so wie jetzt, ist es eigentlich keine gute Idee, hier hinzukraxeln. Das ist echt nicht ungefährlich. Aber ja, wenn man sich's zutraut, kann man das natürlich machen. Und ja, ist eigentlich jetzt auch nicht die spektakulärste Höhle aller Zeiten, aber irgendwie, finde ich, hat das Ding was. So, und das war es auch schon. Ja, und da war es tatsächlich so, dass ich in diese Höhle, das ist eine Kletterei, um da hinzukommen, die Steine waren etwas nass, ist tatsächlich ein bisschen Klettertalent, sage ich jetzt mal, erforderlich, um dann da eben entsprechend reinzukommen in diese Höhle, diese schöne Rob Roy's Cave, ne? Ja, und wer hat das gemacht? Also ich habe sowieso natürlich, ich bin ja, das steht ja außer Frage, dass Vergangenheits-Ben, meine ich, Vergangenheits-Ben also ein Scheiß mitgemacht hat, ne? Ja, aber auch wieder 2 Frauen. Verdächtig, da zeichnet sich ein Trend ab. So, und dann hat's geregnet und zwar heftig, so. Und dann gab's natürlich in der einen oder anderen Ausrüstung, das ist halt nun mal so, ne? Wenn man so eine Tour zum ersten Mal macht, dann hat man halt unter Umständen jetzt noch nicht den allerteuersten Superscheiß. Und wenn man nicht den allerteuersten Superscheiß hat, wenn es den ganzen Tag lang schottisch regnet, dann ist man irgendwann mal nass. Das ist leider so. So. Und zwar kann das dann schon mal durchaus ganz natürlich und normal, und das ist nachvollziehbar, ein bisschen dazu führen, dass man wieder trocken werden möchte, sage ich jetzt mal. So, und deswegen gibt es dann eine Möglichkeit, und das ist ja das Schöne am West Highland Way, man hat immer mal wieder Möglichkeiten, ein bisschen abzukürzen, ein bisschen zu cheaten. Das heißt dann wirklich offiziell so, are you cheating? Fragen sie dann auch im Bus und im Taxi und so weiter und so fort, ne? Das ist nun mal so, ja? Aber man kann das durchaus machen, und das habe ich auch schon gemacht früher, diesmal nicht. Jedenfalls haben ein paar gecheatet. Wer hat nicht gecheatet? Die 2 Damen. Und ich. Und ein weiterer tapferer Geschlechtsgenosse. So, ne? So ist die Situation. Und dann kamen wir nach Tyndrum. Und da gab es dann Tote. Da wurde die Motivation, enorm schweres Gepäck mit sich rumzutragen, sagen wir mal, ein bisschen geringer, so im Laufe der Zeit. Und dann habe ich darauf hingewiesen, sie hätten es bestimmt auch selber rausgefunden. Ich frage mich heute noch, bin ich schuld? Aber, oder hätten sie es auch selber rausgefunden? Nein, es gibt einen Gepäcktransport für den West Highland Way. Man kann also von möglicher Unterkunft zu möglicher Unterkunft sein Gepäck durch die Gegend schleifen lassen. Durch die Gegend schicken lassen von halt eben einem entsprechenden Gepäcktransportunternehmen. Das kostet pro Station im Regelfall 7 Pfund. Ist also, ne, in Anbetracht der Tatsache, dass man dann wirklich super locker leicht das ganze Ding laufen kann, für viele Leute vielleicht eine Option, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Wenn man insbesondere viel zu viel Gepäck dabei hat und es da echt übertrieben hat und das erst zu spät feststellt, wenn man schon unterwegs ist natürlich, dann ist das sicherlich auf jeden Fall eine Option. So, wer hat bei dem Gepäcktransport über die gesamte Länge der Tour nicht mitgemacht? Die Frauen!
Und ich. Aber die Frauen. So, dann waren wir hinter in the Rowan Hotel, hinter Bridge of Orgy, wem das was sagt, ne? West Highway. Ich weiß, ich habe ein paar Leute, die kennen sich da aus inzwischen. Jedenfalls sind zwei Leute dann zurückgelaufen, also an einem Ruhetag, wo die anderen Pause gemacht haben, sind zwei Leute zurückgelaufen über den Hügel nach Bridge of Orgy und auf so einen anderen Hügel. So, das war ich und eine Frau. Dazu gibt es jetzt wieder Bildmaterial. So, jetzt aber. Ja, also dieser Ort hier, das ist Bridge of Orgy, wenn man das so ausspricht, ne? So genau weiß das keiner. Und das da hinten, das ist der West Highland Way. Und das da, da hoffen wir sehr, dass das der Weg nach da ist. Ne? Weil da wollen wir hoch. So, das ist eine Zusatzetappe, ist natürlich kein Teil vom eigentlichen West Highland Way. Muss man auch nicht machen. Sollte man vermutlich auch nicht machen. Das wird sich jetzt zeigen, ob das eine gute Idee ist. Aber nur zur Orientierung. Es gibt bei Bridge of Orgy unübersehbar eine Unterführung unter der Bahnlinie durch. Da muss man durch. Da führt kein Weg dann vorbei, wenn man auf dem West Highland Way unterwegs ist. Und quasi direkt gegenüber zum Tor von dieser Unterführung ist dann der Weg, der auf den Bain Doreen oder so ähnlich führt. Ne? Moment, ich zeige euch mal, wie der auf Gälisch heißt. Da. Auf Gälisch heißt der so. Ne? Kann kein Mensch korrekt aussprechen. Nichts gegen Gälisch. Gälisch ist toll, aber also die Aussprache, also ich krieg das hinten und vorne nicht auf die Reihe. So. Dann könnt ihr jetzt noch mal sehen, dass ich aussehe, als wäre ich schon eine Weile unterwegs. Bin ich ja auch. Ne? Ich gebe mir zwar große Mühe mit der Körperpflege, aber so ganz funktioniert das natürlich nie. Ne? Außerdem stinke ich. Ja. 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 Siehst du? Zeugen bestätigen, Ben stinkt. Zeugen bestätigen, Ben stinkt. Hey! Wie gehe ich da hoch? So, gefühlt, ganzes Stück Anstieg geschafft. Ich wollte das ja eigentlich fleißig filmen und so weiter. Das Dumme ist nur, ja, man kann natürlich 26 Panoramaaufnahmen vom Berg machen, während man hochsteigt, aber irgendwann habt ihr das auch fünfmal gesehen. Deswegen schwierig. So viel zu erzählen habe ich jetzt zu so einem Berg auch nicht. Ne? Das ist halt ein Low, ein Monroe. Monroes sind Berge über 3000 Fuß. Die Schotten sammeln die. Dazu erzähle ich gerne nachher noch ein bisschen mehr. Ja, das ist die aktuelle Aussicht. Wir sind jetzt schon ganz gut hochgekommen. Ne? Also ist schon was. Wahrscheinlich finden wir auch noch so ein bisschen Schnee, so wie da drüben. Hoffe ich. Wind bitte ich zu entschuldigen. Und worum es mir jetzt eigentlich ging, war dieses unglaublich klare Wasser hier. Das sieht richtig, richtig lecker aus. Testperson testet gerade. Testperson sagt, ja, Testperson ist beeindruckt. Lecker. Ich teste auch. Mmh. Geil. Frisches Bergwasser. Also selbst für mich als normalerweise das Trinker, was hier früher mal in der Flasche drin war, schmeckt das hervorragend. Mmh, lecker. Liebe Testperson, füllst du nochmal auf? Testperson füllt nochmal auf. Ja, wir kommen höher. Wir vermuten, dass wir doch irgendwie tatsächlich diese Wand da hoch müssen. Ich sehe hier jetzt keinen wirklichen Serpentinenweg, der da hochführt. Da muss man wohl irgendwie so halber kraxeln. Und dann geht es wahrscheinlich über den Kamm irgendwie davor. Ja, könnte spannend werden. Mal gucken. Wenn mal eine spannende Stelle kommt, halte ich euch wieder auf dem Laufenden. Bis hierhin war der Anstieg jetzt halt eher natürlich anstrengend, aber nicht spektakulär.
ist jetzt mit der schwarzen Wolke auch toll. Hast du alles an? Brav. So, hallo und herzlich willkommen auf halber Höhe vom Ben Nevis. Ich muss schreien, weil hier geht Wind, wie man hört. Kurzer Ausblick. Tada! Schöne Panoramen gibt es noch ein paar. So, folgendes. Ich hatte, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, der Ben Nevis, also an verschiedenen Stellen mehrfach erwähnt, der Ben Nevis ist so ein fieser Berg, der steckt im Jahr so ungefähr 310 Tage oder was in der Wolke. So, heute nicht. Das besonders fiese an diesen 310 Tagen in der Wolke ist halt eben das, dass sich die restlichen Tage, die er nicht in der Wolke ist, aufs ganze Jahr verteilen, inklusive nachts. Ne? Also heißt, es bleiben gar nicht mehr so viele Stunden in Anführungszeichen übrig, die man da oben sein kann, die ja nicht in der Wolke steckt, wo man tatsächlich mal eine Aussicht haben könnte. Das macht die Sache verflixt schwierig und ich war da auch schon ein paar Mal oben, aber ich habe nie was gesehen, ich stand immer in der Wolke. Man stapft dann halt trotzdem hoch, ist trotzdem irgendwie ein Erlebnis, das in der Wolke stehen ist auch witzig, aber halt doch kein Vergleich zu, wenn man eine Aussicht hat. So, und da das Wetter folgendermaßen aussieht, und da hinten dann auch irgendwo der Gipfel ist, den kann man von hier nicht sehen, aber der ist trotzdem da, stehen die Chancen, dass da in nächster Zeit noch eine Wolke über den Gipfel zieht, relativ gering. Und da wir da jetzt in circa 2-3 Stündchen oben sein sollten, mache ich mir da echt gute Hoffnung, dass es diesmal mal tatsächlich klappen könnte, Aussicht von Ben Nevis zu haben. Unter anderem sieht man von da oben das Meer. Und deswegen bin ich leicht begeistert und freue mich jetzt auf den weiteren Anstieg. Eigentlich nicht schwierig, da hochzulatschen, ist vor allen Dingen konditionell anstrengend. Sind 1340 Höhenmeter rauf, sind 1340 Höhenmeter runter. Es zieht sich ein bisschen. Ne? Schätzungsweise werden normalerweise für einen trainierten Wanderer etwa 7 Stunden veranschlagt. Lahmärsche brauchen länger, Superfitte brauchen auch schneller, brauchen weniger. Ich glaube, der Weltrekord liegt bei einer Stunde und 16 Minuten oder was. Rauf und wieder runter, natürlich dann gerannt, ist klar. So, jetzt müssen wir erstmal den Akku wechseln, weil hier ist gleich leer. Jetzt müssen wir ein kleines Zwischenfazit ziehen. So, hier jetzt, wo der Vergangenheits-Ben auf dem Ben Nevis hockt. Denn der hockt da nicht alleine. Denn eben, wie gesagt, auch auf dem Ben Nevis ist da wieder so eine Frau mitgekommen und hatte da keine nennenswert größeren Schwierigkeiten als der Ben selber, da hochzukommen und wieder runterzukommen. Ne? Also war ziemlich ausgeglichen vom Konditionsverhältnis. So, und das passt mir eigentlich nicht so richtig, würde ich jetzt behaupten, stimmt aber nicht, ist gelogen, passt mir eigentlich ziemlich gut. Aber ja, das müssen wir mal festhalten. Das habe ich ja versprochen, eben im Rahmen dieses Videos zu tun. Frauen, anders als bisher immer behauptet, sind offensichtlich nicht nur schöner und klüger und weiser als wir und sind in der Lage, wenn man ihnen sagt, nimm nicht so viel Zeug mit und versuch einen leichten Rucksack zustande zu kriegen, tatsächlich das auch zu tun. Die Männer haben das nicht geschafft. Die Frauen konnten das. So. Wir haben noch einen weiteren wesentlichen Vorteil und das war eben die große neue Erkenntnis. Die sind auch härter und willensstärker und durchhaltefreudiger und weniger mü als meine Geschlechtsgenossen. Und wahrscheinlich auch als ich, abgesehen davon, dass ich durch meine Erfahrung halt einen unfairen Vorteil gegenüber den meisten anderen hatte. So. Jetzt muss man aber nochmal unterscheiden zwischen den beiden Damen, die jetzt da dabei waren. Ne? Weil die eine, die hat zumindest ein kleines bisschen geschwächelt. Sie hat zwar den West Highland Way 100% gelaufen,
alles gut. An dieser Stelle habe ich ja versprochen, wie gesagt, mein Frauenbild ein kleines bisschen zu aktualisieren. Also der Vergangenheits-Ben hat es aktualisiert. Ich bin ja nur der Anmoderations-Ben, der quasi sagt, wie es dem Vergangenheits-Ben da so ergangen ist, weil er es nicht in die Kamera gesprochen hat, weil er Besseres zu tun hatte. Jedenfalls hat der Vergangenheits-Ben mir gesagt, dass das wohl so gewesen ist, dass er von der Tatsache, dass nur die Frauen zusammen mit ihm den kompletten West Highland Way gelaufen sind, dass nur die eine Frau die Zusatzgipfel mitgenommen hat, dass die eine Frau sogar weiter gelaufen ist als der Ben selbst, weil sie ja der Meinung war, nochmal 8 Kilometer extra machen zu müssen, um zurückzulaufen und einen schweren Rucksack vorzuschleppen, weil sie der Meinung war, noch zu versuchen, auf Ben Lomond hochzukommen, obwohl ich ihr prophezeit habe, dass sie sowieso nach spätestens der halben Höhe des Berges in der Wolke steht und sowieso nichts sehen würde. Sie hat es trotzdem gemacht, also bis zu der Wolke und dann ist sie umgedreht. Sie ist auch nicht völlig bescheuert. Ein bisschen bescheuert ist sie definitiv, absolut. Steht völlig außer Frage, aber hart ist es schon im Nehmen, ne? Ja, und die andere Dame, die ist definitiv auch sehr, sehr hart im Nehmen und durchaus, also wirklich beeindruckend, ne? An dieser Stelle wirklich beeindruckend. Da war jetzt keine Ironie und kein Sarkasmus dabei. Also das muss man schon wirklich machen. Als erste Trekkingtour, die man macht, den West Highland Way, wirklich am Stück, ohne zu cheaten, dann auch wirklich laufen, das ist schon bemerkenswert. Selbst wenn ihr den Schlafsack hast abnehmen lassen auf den letzten Metern gefühlt, aber trotzdem, ne? Die eine Person, die den ganzen Weg, also neben Frau Nummer 1 und mir, ist Frau Nummer 2 die eine Person, die den kompletten Weg gelaufen ist und den kompletten Weg mit Rucksack wohlgemerkt gelaufen ist. Also Chapeau, das ist bemerkenswert. Allerdings Frau Nummer 2, die ist halt wahnsinnig, die nimmt halt wirklich jeden Meter mit und die geht auf jeden Berg hoch und schleift mich mit. Und ach ja, die hat noch einen Zusatzgipfel bestiegen, wo ich nicht hoch wollte, weil ich tatsächlich geschwächelt habe, aber sie ist hoch. Ja, und so viel Outdoor-Enthusiasmus muss bestraft werden. Und deswegen gibt es jetzt noch einen kleinen Einspieler. Also bis zu diesem Plateau, wo ich hier jetzt hocke, mit dem See im Hintergrund, ja, da kann man ihn sehen, der ist blau, das ist so die gedachte Hälfte, es ist nicht wirklich die Hälfte, ich würde aber jedem empfehlen, der hier mal irgendwie in Fort William ist und noch ein bisschen Zeit nach dem Laufen vom West Highland Way zum Beispiel hat, zumindest bis zu diesem Plateau hier hochzusteigen, es ist wirklich ein, ja, man darf in England Anglizismen verwenden, also in Schottland wohlgemerkt natürlich, nicht in England, nicht in England, oh Gott, steinigt mich nicht. Hat das irgendein Schotte gehört? Nein. Huh. Jedenfalls darf man hier durchaus Anglizismen verwenden. It's a magical place. So, und da ich gerade dabei bin, was noch erschwerend dazu kommt und was dann der Grund wäre, weshalb ich überhaupt nicht zum Filmen komme, ich sage ja, habe ja eben fieserweise gesagt wir, ne? Gut, es ist jetzt allgemein bekannt, dass ich mit einer Gruppe unterwegs bin, aber seltsamerweise sind sämtliche Bergetappen komischerweise plötzlich nur noch zu zweit. Das hat zwei Gründe. Erstens sind wir zwei die einzigen, die hier einigermaßen fit sind. Und zweitens diesen Grund. So, und deswegen komme ich auch nicht so wirklich zum Filmen und das macht die Sache dann jetzt teilweise ein bisschen schwierig, sich dann da eben entsprechend zu motivieren. Die ganze Sache ist noch relativ frisch und deswegen braucht die ganze Sache noch relativ viel Aufwand und bitte. Ist teuer. Mecker. Und Ben lügt. Und jedenfalls, wenn irgendwann in Künfte und auch bei vergangenen Videos so schweizerdeutsche Kommentare aus dem Off zu hören sind mit deutlichem Schweizer Akzent von irgendeinem so Bergvieh, dann wisst ihr jetzt auch wieso. Ne? Das war mir jetzt nur mal einmal kurz wichtig mitzuteilen. Weitere Details gibt's aber nicht. Tschüss. So, mehr oder weniger ist das Tal da hinten, der West Highland Way, wie er hierher führt. Da muss man also auf jeden Fall durch das Tal durch. Ne? Den Weg, den man da sieht, den breiten, das ist natürlich was anderes. Das ist eine Vorstraße, nicht der wirkliche West Highland Way. Wobei, dieses Trampelfädelchen da,
was da so leicht trampelfadig aussieht, jetzt in der Bildmitte. Das könnte er sogar sein. Schwer zu sagen. Jedenfalls, um hier hochzukommen, muss man hier dem gut sichtbaren Weg entsprechend folgen. Da hinten vor dem See sind wir gerade gesessen. Und ja, das ist die aktuelle Aussicht am Ben Nevis. Die wird allerdings, ich hoffe, noch sehr viel besser. Oh, ich muss öffentlich mit meiner Kamera reden an einem Ort, wo das jeder versteht. Hier oben gibt es, glaube ich, mehr Deutsche als Anderssprachige. Egal. Jedenfalls, das hier ist tatsächlich jetzt mal der Gipfel von Ben Nevis. Das ist per se nichts Neues, war hier schon häufiger. Allerdings ein wesentlicher Unterschied. Die Wolke ist weg. Ich war hier jetzt insgesamt, bin jetzt zum dritten Mal hier oben. Und neuerdings eben, wie gesagt, ohne Wolke. Und das macht hier schon einen ziemlich elementaren Unterschied. Rundumsicht gibt es auch gleich noch. Entsprechende Bilder gibt es auch alles gleich. Aber heieieiei. Also ohne Wolke lohnt es sich wirklich hier entsprechend hochzusteigen. Mit Wolke hat auch irgendwie was. Allerdings ist das einzige Erlebnis, was man dann bekommt, der Aufenthalt in dieser Hütte. Und da drin kann man übrigens nicht stehen. Aber die ist schon extrem hilfreich, wenn man hier entsprechend durchgeweicht ankommt, weil halt eben Wolke auf dem Gipfel. Und dann ist man sehr dankbar für besagte Hütte. Demzufolge mag ich mich nicht beschweren. Aussicht phänomenal. Oder hinten ist Vulkan. Das ist tatsächlich, das kann eigentlich nur. Ich hoffe, man sieht ihn. Der eine spitze Gipfel. Ich kann auf dem Display nichts erkennen, hier ist zu hell. Ja. Also Ben Nevis rentiert sich, ne? Man hat den Ben Nevis übrigens nach mir benannt. Nur das Nevis hat man auch dran gesetzt. Es kann nur einen geben, meint meine bessere Hälfte. So, ja, wie gesagt, Aussicht liefere ich nach. Ansonsten. Ist es echt krass hier oben. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Klo. Das wär's noch. Es sind einfach so viele Leute hier oben. Das wäre echt hilfreich. Hatte ein bisschen Durst. Oh, und jetzt möchte ich doch noch ein paar Worte zum Hintergrund verlieren. Grundsätzlich ist es ja so, dass es ein bisschen schwierig ist. Ne? Wie geht man damit um, wenn man als ein bisschen in der Öffentlichkeit stehende Person eine Partnerin hat? Ne? Kann man erstmal völlig ignorieren. Geht. Meistens. Hat bisher auch ganz gut funktioniert. Wenn es da welche gab, dann waren die bestenfalls mal das mobile Stativ, ne? Also das sich mitdrehende Stativ und so weiter und so fort. Ne? Also habe ich ja wirklich bisher nie groß Federlesens draus gemacht und
Eventuell hat man noch eine irgendwo in die Kamera gequietscht und das war's bisher. So, jetzt ist es aber so, der wesentliche Unterschied ist halt der, bei den Damen bisher, die konnte ich zum Teil mitnehmen auf eine Tour, musste dann aber wirklich den Großteil des Gepäcks tragen und dann wurde die Tour für mich auch ziemlich anstrengend und es war ja schön, sie dabei zu haben, aber man musste sie so ein bisschen mitschleifen, ne? Das kennt vielleicht der eine oder andere. Ich kann mich ja eigentlich fast schon glücklich schätzen, wenn man sich mal so auf dem Damenmarkt so ein bisschen umguckt. So viele gibt es jetzt auch nicht, die dann wirklich auf 2 Wochen lang auf zum Beispiel eine Dusche verzichten können. Find mal eine Frau, die sowas mitmacht. Das ist nicht so einfach. Ne? Und damit hatte sich nie die Notwendigkeit ergeben im Laufe des Bestehens meines Kanals in irgendeiner Form zu meinem Beziehungsleben irgendwas zu erzählen, weil die sich super geheim halten. So, und das ist jetzt halt nicht der Fall, weil die liebe E-Punkt, nennen wir sie einfach E-Punkt, alternativ auch Kameradrohne oder lebendes Stativ oder andere Nettigkeiten. Moment, nur ich darf mich über sie lustig machen, dass das klar ist. Grrr. Aber ja, jedenfalls ist es jetzt halt dahingehend anders, dass sie nicht nur mitkommen kann, sondern auch mitkommen möchte und zu allem Überfluss auch noch eine unglaublich gute Tracking-Partnerin ist. Das heißt, ich kann mit ihr als Zweierteam Touren machen, die ich mich alleine gar nicht trauen würde, beziehungsweise noch nicht trauen würde oder die alleine wirklich sau anstrengend wären, von dem Organisationsaufwand enorm aufwendig. Sie kann natürlich auch beim Organisationsaufwand von Touren helfen und so weiter und so fort. Außerdem kocht sie großartig. Also gerade auch was die Futterverpflegung, das ist jetzt ein Klischee, dass Frau gut kocht, aber ist es halt leider trotzdem so. Ich versuche ja auch mal hin und wieder was zu kochen, so ist das ja nicht, ne? Also, ne? So nicht, aber egal. Jedenfalls ist wirklich eine perfekte Ergänzung für alle möglichen Touren. Das heißt, ich würde da auch in Zukunft mitkommen. Und wahrscheinlich wird die Tatsache, dass wir so unglaublich gerne Touren machen und wir enorm Spaß haben, Touren zu zweit zu machen, dazu führen, dass wir auch generell mehr Touren machen. Ja, was heißt, ich krieg die hier nicht raus. Sie ist dann logischerweise immer mal wieder kurz mal durchs Bild huschenderweise zu sehen oder macht dann einen fiesen Kommentar zwischendurch oder kichert im Hintergrund oder irgendwie sowas. Das ist für sie noch etwas ungewohnt. Ich habe natürlich jetzt die Erlaubnis, dieses Video zu machen. Selbstverständlich haben wir da vorher drüber gesprochen, sonst ich bin ja nicht lebensmüde. Die reißt mir den Kopf ab und spielt damit Kegeln oder was auch immer. Aber nee, ist halt eben nicht der Fall, weil wir haben ja, wie gesagt, drüber gesprochen und dann ist das jetzt gut. Und wie gesagt, ihr werdet sie häufiger mal in Ecken des Bildes vielleicht mal ausmachen können. Groß in Erscheinung treten will sie nicht, aber ja, hin und wieder dann mal, das wird sich einfach nicht vermeiden lassen. Und da haben wir uns halt überlegt, dann machen wir es lieber gleich öffentlich, hä? Und dann ist vielleicht die Quote der entsprechenden Kommentare, huch, was war das da in der Ecke, ein bisschen geringer. Und ehrlich gesagt, mag ich auch ein bisschen angeben, weil wer hat schon eine 100% Tracking-kompatible, Tracking-erfahrene, viel Gepäcktragekapazität mitbringende Partnerin, mit der er auf Tour gehen kann, ne? Ich denke, das ist ein Luxus. Entschuldigung, das konnte ich mir nicht verkneifen. Ich habe nämlich gute Laune. So, und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ah, halt! Schottland. Schottland, das ist vielleicht gewesen. Vielleicht mache ich noch... das heißt, ich mache nochmal ein generelles Quatschvideo, ne? Ohne großes Bildmaterial. Aber ich mache schon nochmal ein Video zu Schottland, aber Bildmaterial von der Tour ist es mehr oder weniger gewesen. So, und ihr wisst jetzt auch, wieso es da nicht so viel Bildmaterial gibt. Wir sind ganz frisch zusammen, ne? Also so frisch ist auch wieder nicht mehr, aber ich muss mich noch dran gewöhnen, fleißig zu sein mit Filmen, wenn man nette Begleitung dabei hat. Ne? Das ist einfach so. Das wird in Zukunft mit Sicherheit sich wieder einpendeln und wieder normal sein. Und sie haut mich dann immer, wenn ich 20 Minuten nichts gefilmt habe, dann kriege ich jedes Mal einen auf den Hut. Und dann klappt das auch.
Ungefähr so wird das dann vermutlich funktionieren. Außerdem verhindert sie, dass ich Speicherkarten, Kamera, Akkus, die Kamera selber oder sonst was im Zelt liegen lasse. Ich hab's versucht, funktioniert nicht. Man kann dann auf dem Berg stehen und feststellen, scheiße, ich habe die Kamera vergessen. Dann greift sie in den Rucksack und hat sie dabei. Also meine Kamera, wohlgemerkt. Also ihr könnt nur profitieren. Ihr könnt nur profitieren, dass ihr euch nicht mehr auf mein Hirn verlassen müsst, sondern so organisatorische Dinge von einer weitaus qualifizierteren Person in Zukunft überwacht werden. Aber jetzt, tschüss.